hatte keine Ahnung von der Sache. Wieso hat sie's verheimlicht? Sie wollte kein Mitleid, Cici. Ich war ein Narr. Ich kann mich jetzt erinnern, dass sie vor gar nicht langer Zeit zu mir kam und irgendwie traurig war. Ja. Da wusste sie schon davon. Sie erzählte es nur Mary McCormick und Brick. Augusta und ich erfuhren es... Sie hätte es mir sagen müssen. Wissen Sie wirklich nicht, wieso sie das nicht tat? Also, wieso nicht? Sie will einfach kein Mitleid. Das wissen Sie ganz genau. Also sagen Sie ihr nicht, dass ich Sie informiert habe. Das tue ich nicht. Ich schwöre es. Sehen Sie, ich weiß, Sie können sich nicht ändern gegenüber allen anderen Menschen. Für Sie sollten Sie es versuchen. Lionel. Vielen Dank, dass Sie Sophia zur Seite gestanden haben. Ich wollte es mir ja nie eingestehen, aber ich glaube, ich habe schon immer so für ihn gefühlt. Das ist doch toll! Und Mason hat seine Gefühle für sie nie versteckt. Er wusste immer, dass sie beide zueinander gehören. Aber leider ist die Sache nicht ganz einfach. Sehen Sie, da passierte etwas zwischen Mark und mir, das habe ich Mason nicht gesagt und es ändert alles. Einfach alles. Ich kann nicht darüber reden, aber ich muss immerzu daran denken und das macht mich ganz verrückt. Mary, wieso erzählen Sie mir nicht einfach alles? Als Mark sich von den Folgen des Unfalls erholt hatte, wollte er sich etwas beweisen. Er zwang mich. Zwang Sie? Zwang Sie, mit ihm zu schlafen? Mary, er hat Sie wirklich vergewaltigt? Und ich muss immer daran denken, dass ich hätte mich viel mehr wehren sollen. Noch kräftiger werden oder ich hätte es verhindern müssen. Oh mein Gott, Mary. Ich tat's nicht. Ich wollte es und dann ist... Es ist gar kein Zweifel daran, dass mir das wirklich passiert ist und gegen meinen Willen, ich weiß das. Mary, ich kann es nicht fassen, dass er Ihnen so etwas angetan hat. Nun, er wollte zeigen, dass er nicht mehr... impotent ist und er wollte mich. Das ist doch ganz egal. Das ist ein Fall für die Polizei. Ja, mag sein. Mary, hören Sie. Sie haben sich vielleicht einen Moment nicht genug gewehrt. Doch das macht in diesem Fall doch gar keinen Unterschied. Er hat Sie gezwungen, etwas zu tun, was Sie nicht tun wollten. Ich fühle mich so schuldig. Oh nein. Ich war sicher nicht die beste Ehefrau und ich... Aber Sophia, er beschimpfte mich wegen seiner Impotenz und das lag doch gar nicht an mir. Er sagte es aber. Ich bin ganz konfus und ich habe Angst und ich kann nicht schlafen und ich hasse mich selbst. Ich hasse Mark. Nein, Mary, nicht. Ich werde ihn nicht anzeigen. Meine Art, ihn zu strafen, ist sehr viel schlimmer. Ich gehe nicht mehr zurück zu ihm. Ich gehe niemals zurück zu ihm. Und wie lange fehlst du dadurch der Kommission? Ich fehle der Kommission gar nicht, Keith. So schlimm ist es nicht, wirklich. Mhm. Was würdest du gern trinken, Keith? Wir haben Selters, Säfte. Oh, oder willst du Sangria? Nein, eine Selters für mich. Keiner sieht mich Sangria trinken, bevor die Sonne untergeht. Santana, du hast da einen angehenden Architekten an der Hand. Er baut gerade eine riesige Sandburg. Oh ja, ich weiß. Er ist jeden Nachmittag draußen beim Bauen. Hier, Keith. Danke. Cruz, Keith hat Sie schon über den neuesten Stand aufgeklärt? Nein, wollte ich gerade. Es sieht aus, als hätten wir eine solide Jury für die David Laurent-Sache. Und zwar trotz Julia Wainwrights Bemühungen. Ja, es war nicht ganz einfach. Miss Wainwright ist nicht schlecht, oder? Nein, ist sie nicht. Cruz, morgen will ich Sie in den Zeugenstand rufen. Gut, ich bin da. Mason, was würdest du gern trinken? Gar nichts. Ich kann nicht länger bleiben. Ich muss noch zu einer Verabredung gehen. Eine Verabredung, ja. Aber das hat mit der Verhandlung gar nichts zu tun. Ich hoffe, man beansprucht Sie nicht die ganze Nacht. Wir brauchen Sie in Bestform morgen. Bitte entschuldige mich. Ich muss jetzt doch mal nach meinem kleinen Architekten sehen. Ich gehe mit. Du hast doch nichts dagegen. Aber nein. Gut, ich will ihn auch gern mal sehen. Ja, geh nur. Ich muss telefonieren. Hallo. Hallo. Ich wollte dich gerade anrufen.
Wolltest du? Du siehst sehr gut aus. Ja, du auch. Ach, du meinst das, das ist... Bitte komm rein. Ja, danke. Augusta, was tust du da? Es ist doch ganz offensichtlich, was ich tue. Ich bin überrascht, dass du bis jetzt noch nicht verhungert bist. Dieser antiquierte Herd ist zum Kochen nicht gerade geeignet. Essen? Blumen? Ach ja, Sophia brachte die Blumen. Ich habe nur gekocht. Offensichtlich kochst du nie ein richtiges Essen für dich. Und ich will nicht, dass es irgendwann heißt, dass mein Mann verhungert ist. Mein Ex-Mann, entschuldige bitte. Ich fühle mich geehrt, ich bin gerührt. Ich bin auch ganz schön überrascht. Wolltest du nicht zum Gericht und aufpassen, dass deiner Schwester nichts geschieht? Aber da war ich und vermutlich wollte ich deswegen heute Abend etwas Konstruktives tun. Ich habe gesehen, wie sie die Geschworenen aussuchte. Sie ist fantastisch. Ich habe sie noch nie arbeiten sehen. Gute Leute. Du hättest hören sollen, was für Fragen sie den künftigen Geschworenen gestellt hat. Es war Wahnsinn. Ich wette, dass David Laurent frei aus dem Gerichtssaal spaziert und die Polizei sich einen anderen Verdächtigen suchen muss. Was ist mit dir? Nichts, gar nichts weiter. Ich wundere mich nur, warum du den Tisch nur für einen gedeckt hast. Nun, ich bin zwar in deine Küche eingedrungen, aber ich bin nicht so unverschämt, mich selbst zum Essen einzuladen. Unverschämt? Ich möchte dich einladen. Ich meine, ich bin total unfähig, heute Abend alleine zu essen. Absolut unfähig. Du musst also, ob du willst oder nicht, ich kann nicht allein essen. Du bist nicht allein. Da bist du und dann ist da noch dein anderes Ich. Nein, du kannst nicht gehen, siehst du. Ich kann mich nicht mal füttern. Hör auf, Leine. Nun komm schon, ich kann nicht. Aber ja, natürlich kannst du. Also. Also was? Vielleicht reicht das Essen wirklich für zwei. Ja. Wo ist der erste Gang? Wirklich witzig. Gina. Gina, nein, tut mir leid, aber... Nein, ich kann... Es geht wirklich nicht, dass du immer hierher kommst. Ja, ich verdanke dir meinen Job. Hör zu, ich kann nicht mehr reden, also bitte ruf nicht mehr an. Außer... Im Notfall. Haley. Hi, Ted. Hi, hättest du etwas Zeit? Sicher. Gut, also hör zu. Was ist los? Nein, setz dich. Hör erst mal zu. Zum Geburtstag des großen Dramatikers und Literaturgiganten Samuel Beckett hat KUSB-FM-88 eine Vielzahl von Sondersendungen in seinem Programm. Diese Woche hat ein Musical Weltpremiere. Warten auf Sam. Eine Punk-Funk-Neoromantische Klangcollage von den elektrischen Existenzialisten. Diesen Freitagabend, Leute. Hört uns zu. Also, wie ist es? Punk-Funk-Neo. Hast du das geschrieben? Nein. Also, wie findest du es? Findest du, dass es gut klingt? Ich werde nämlich für einen Job als Discjockey vorsprechen. Oh. Ja, sie suchen einen Discjockey. Sag schon, was hältst du davon? Oh, na prima. Ganz prima. Du wirst also ein Discjockey. Ja. Kann ich mitgehen? Es wird sicher interessant und ich würde mich wirklich freuen. Ja, natürlich, wenn du willst. Sicher. Ich will wirklich. Okay. Aber es ist natürlich keine sichere Sache. Es ist nur ein Versuch. Komm schon. Es wird dir schon gelingen. Ich bringe dir deine Jacke. Gut, danke. Du wolltest gerade anrufen? Ja, ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Ziemlich gut. Das höre ich gern. Der Junge ist sehr talentiert. Eden, hallo. Hi. Ich wollte Cruz nur die Jacke bringen. Danke. Ja. Er hat sie mir auf dem Gericht geliehen. Ja, so ist Cruz nun mal, zu jeder Zeit galant. Du übertreibst wohl etwas. Kennst du Keith Timmons, unser neuer Bezirksstaatsanwalt, Eden Cranston? Capwell, Mason hat uns einander vorgestellt. Ja, ich weiß. Werdet ihr beide zu dem Treffen gehen? Na? Ihr zwei? Ja, ich denke schon. Wir erhielten unsere Einladung erst letzte Woche. Wir gehen doch, nicht wahr? Sicher. Wisst ihr, wer der Leiter der neuen Alumni-Gesellschaft ist? Das ist Maria Turris. Wisst ihr noch, wer das war? Nein. Oh ja, sie war wirklich nett und... Ja, groß und sehr sportlich. Ach ja, natürlich. Ich wollte mit ihr ausgehen, aber ihr habt mir das ja ausgeredet. Nun,
Ich hatte dich gern. Ja. Naja, aber Cruz war der Glückliche. Cruz ist der große Held gewesen. Oh, ihr redet von mir? Das wird sicher ein tolles Klassentreffen. Ich bin auf dieser Schule ein paar Jahre nach euch gewesen. Naja, Brandon muss inzwischen ein Haus gebaut haben. Ich sehe mal nach, ob ich was mieten kann. Oh, du solltest besser Schuhe und Strümpfe ausziehen. Inzwischen hat es sicher eine Überschwemmung da draußen gegeben. Also, ich werde auch gehen. Möchtest du vielleicht irgendwas trinken? Nein, nein, danke. Ich möchte nichts. Wie du meinst. Und danke für dein Jackett. Schon gut. Er verleiht sehr oft seine Sachen. Du gibst sie ihm wenigstens wieder. Du kamst gleich rüber. Nun, ich dachte, ich sollte... Oh, nein, nein, das war gut. Du würdest dich wundern, wie oft er sich schon seine Sachen selber holen musste. Also, danke. Ich sehe euch ja dann und grüße ganz herzlich Brandon von mir. Ja, das mache ich. Wiedersehen. Bis dann. Eins solltest du wissen. Ja? Ich will, dass unsere Gäste, jeder Gast von uns, sich willkommen fühlt in unserem Haus. Natürlich, das will ich auch. Schön, dass Sie gekommen sind. Was ist passiert, Mason? Ich komme gleich zum Thema. Ich fand inzwischen heraus, dass Marys Rückzug von mir mehr mit Ihnen zu tun hat als mit mir. Solange sich Mary von Ihnen fernhält, interessiert es mich nicht, wieso. Oh, ich glaube nicht, dass sie noch Hoffnung in Bezug auf ihre Ehe hat oder eine Versöhnung plant. Der Grund für ihre Zurückhaltung mir gegenüber liegt wohl eher darin, dass Sie sie bedroht haben. Das ist lächerlich. Das finde ich nicht. Was haben Sie ihr angetan? Was sind das für Drohungen gewesen? Haben Sie sie geschlagen oder was? Sie sind verrückt, Mason. Bobby findet das nicht. Janice auch nicht. Die beiden haben mir erzählt, dass sie sehr gewalttätig sein können, Mark. Das ist eine Lüge und ich denke, das wissen sie. Nein, Mason, ich denke, das, was sie nicht ertragen können, ist die Tatsache, dass Mary sich besonnen hat. Und ihr jetzt klar geworden ist, dass sie nicht anders sind als früher. Ich bin mir eigentlich sicher, dass das nicht der Grund ist, aber ich frage sie nachher. Wir werden zusammen essen gehen. Sie sagten doch, sie will sie nicht sehen. Das sagte ich nicht. Ich sagte, dass ich sie viel lieber häufiger sehen würde. Aber ich finde heraus, woran das liegt, Mark. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie sie auf irgendeine Art bedroht oder verletzt haben, sorge ich dafür, dass Sie Ihre Arztlizenz verlieren. Das tue ich wirklich, Mark. Ich veranlasse, dass Sie von hier verschwinden. Sie sollten sich lieber selbst einen wirklichen Gefallen tun, Mason, und sich endlich klar machen, sie ist meine Ehefrau. Diese Frau gehört mir. Ich warne Sie, Mason. Vergessen Sie das nicht. Lassen Sie mal sehen. Mary, Sie sehen toll aus. Ich bin völlig nervös. So sehen Sie nicht aus. Ich hoffe, dass der heutige Abend ein Neuanfang für Sie beide ist. Für Sie und Mason. Vielleicht finden Sie endlich das Glück, das Sie sich beide wünschen. Das wäre sehr schön. Ich denke nur, das wird nicht einfach sein. Es wird viel leichter sein, wenn Sie Mason sagen, was passiert ist. Es darf keine Geheimnisse zwischen Ihnen geben. Sophia, natürlich sollte ich es sagen. Ich fürchte nur, dass Mason Mark etwas antun würde. Und ich habe Angst, dass Mark die Vergewaltigung abstreitet und sagt, dass ich es wollte. Aber das ist Unsinn. Mason erkennt sofort, dass Mark lügt. Ich bin sicher, er glaubt ihn. Er liebt sie doch. Er sollte es endlich erfahren und Sie müssen es unbedingt aus der Welt schaffen. Sagen Sie es ihm bitte heute Abend. Schatz, ich habe jetzt unbedingt deine Hilfe nötig. Meine Hilfe? Setz dich. Danke. Ich habe gerade erfahren, dass deine Mutter krank gewesen ist. Was meinst du? Was hatte sie? Liebling, es ist Krebs gewesen. Ich wusste es nicht. Oh mein Gott. Wo ist sie? Ist sie im Krankenhaus? Nein, es ist alles schon überstanden. Sie ist in Ordnung. Sie hatte einen Tumor in der Brust gehabt, weißt du. Oh. Man hat sie operiert und es ist gut gegangen. Sie wird noch eine Weile bestrahlt, aber sie wird wieder gesund. Hattest du keine Ahnung, wann hat sie es dir denn gesagt? Liebling, sie wollte nicht, dass ich es weiß. Ich habe es von anderer Seite erfahren. Aber wieso hat sie nichts gesagt? Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, weil sie wusste, was für schreckliche Zeiten wir hinter uns hatten. Sie wollte uns nicht beunruhigen. Sie ist eine tapfere Frau. Warum sagt sie uns nichts, wenn es so ernst ist? Wir müssen herausfinden, was mit dir los ist. Du kannst dir nicht sagen, dass wir darüber informiert sind. Jedenfalls nicht jetzt. Es ist schwer genug für sie, das zu ertragen. Und ich bin sicher, sie möchte nicht, dass die Familie davon erfährt.
Aber du könntest sie besuchen. Ich will nicht, dass sie allein ist. Vielleicht bringst du sie mal. Du könntest sie vielleicht ins Restaurant einladen und ich gehe ganz zufällig vorbei und sehe euch. Eben, am allerliebsten würde ich sie selbst besuchen, aber wir beide haben uns gestritten und sie war sehr verärgert. Ich denke sogar, sie würde mich gar nicht ins Haus lassen. Ja, natürlich, Daddy. Ich mach das schon. Ach, weißt du, Liebling, ich hatte mir schon so oft geschworen, diese Frau niemals mehr wiederzusehen. Aber ich hatte auch immer Angst, dass Sophia ganz plötzlich nicht mehr da sein würde. Ich habe meinen Hass gegen sie zu lange geschürt. Ja, Daddy, das glaube ich auch. Ich kann es nicht ungeschehen machen, weißt du. Ich kann nicht beschreiben, was ich fühle. Es ist mehr als nur Sorge. Und viel mehr als bereuen. Oh, Daddy. Wenn ich so saß bei einem Ist das nicht toll? Ja. Wenn ich so saß bei einem Belag, wo man sich verwundet, das bringt Glück. Hör zu, ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Ach ja, was ist das? Wie ich schon sagte, eine Überraschung. Viel Spaß. Verzeihung. Zum Geburtstag des großen Dramatikers und Literaturgiganten Samuel Beckett hat KUSB-FM. Oh, hallo. Ich bin wegen des Jobs hier. Ah, den Sendejob oder den in der Empfangshalle? Hm? Das soll ein Scherz sein, oder? Oh, oh. Ist schon gut. Ich kann es selbst aufheben. Was findest du denn so schlimm daran, am Empfang zu sitzen? Oh, ich finde es nicht schlimm, am Empfang zu sitzen. Es ist nur so, ich habe mich eigentlich für den Sendejob beworben. Mein Name ist Ted Capwell. Capwell. Ach ja, hier. Und das hier ist die Kopie für Ihre danke. Unterlagen. Danke vielmals. Also dann bist du hier im Sender die Managerin? Nein, das bin ich nicht. Ich bin Jen Wilson. Ich mache die Nachrichten und alles Mögliche. Ich freue mich wirklich, ja. Möglicherweise dauert es eine Weile. Zwei andere Bewerber waren schon vor dir da. Moment mal, ich dachte, es wären drei. Ganz richtig. Ich bin die Dritte. Oh. Eden, komm rein. Ja, danke. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich, dass du da bist. Ach, du hast es so schwer gehabt, mein Engel. Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Ich komme zurecht. Und wie geht es dir? Ach, mir geht es auch gut. Wirklich. Hör zu, hast du schon was Richtiges gegessen? Nein. Hast du Lust, mit mir essen zu gehen? Ja. Wir könnten dann wie früher reden. Wundervoll. Also gehen wir gleich. Aber sicher, ich zieh mir nur was an. Beeil dich nur eine Minute. Warte. Ja, ach, gut. Ihr beide müsst mich unbedingt mal zum Barbecue einladen. In Ordnung. Wie wär's am Samstag? Können wir dich noch etwas hinhalten? Wartet nicht zu lange. Nein, nein. Ich seh dich dann. Ja, klar. Danke für alles. Es war mir ein Vergnügen. Mach's gut. Macht's gut. Ich dachte, er geht nie wieder. Und du dachtest, er würde nie gehen. Sehr witzig. Du warst doch sehr nett zu ihm. Aber er ist doch der neue Bezirksstaatsanwalt. Er ist schließlich so etwas wie dein Boss. Nein, nein, ich arbeite für den Chef und nicht für ihn. Ah, ja, richtig. Er steht noch sehr auf dich. Ah, tut er das? Eifersüchtig?
Natürlich bin ich das. Hey, warte eine Sekunde. Wieso bringen wir Brandon heute nicht zu Rosa und gehen dann beide zusammen in die Stadt? Okay. Oder hättest du vielleicht gern einen Abend für dich allein? Du kamst doch schon so lange nicht mehr aus dem Haus. Vielleicht würdest du lieber allein einen Strandspaziergang machen. Das kann ich nur tun, um dich aufzumuntern. Ich glaube, wir müssen mal wieder allein sein. Vielleicht ein nettes Essen, ein bisschen tanzen, etwas Champagner trinken. Das würde gut tun. Was hältst du davon? Du hast recht. Ich würde gern ausgehen. Also warte. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber leider sind mir die Crepes nicht gelungen. Es ist Kartoffelbrei geworden. Ich denke, ich kann es verkraften. Nein. Komm hier. Ich weiß nicht, ob ich das verkrafte. Warum nicht? Das kannst du. Und gerade jetzt, wer kann das sein? Jemand, der mich vor dir beschützt, hoffe ich. Mal sehen. Entschuldige. Hallo, Lionel. Sie, kommen Sie rein. Sie haben Nerven, sich hier sehen zu lassen. Augusta, bitte. Wir wollen gerade essen, wie Sie sehen. Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Ich bleibe nicht lange. Darum möchte ich auch bitten. Augusta. Ich möchte mit Ihnen nochmal über die Sache von vorhin reden. Jetzt? Ja, was? Ich... Lionel, was soll das? Augusta, weißt du, wieso... Du könntest inzwischen nachsehen, was unser Essen macht. Versuchst du, mich loszuwerden? Lionel, sag endlich, was los ist. Du schuldest mir das. In Ordnung. Ich habe Sisi von Sophia erzählt. Du hast was? Es tut du mir leid, hattest kein Recht, darüber zu reden. Und ganz besonders nicht mit diesem... Augusta, bitte beruhigen Sie sich. Es gibt keinen Grund zur Aufregung. Sophia wird es nicht erfahren. Ja, ich denke, er wird sich daran sicher halten. Lionel, ich dachte nur... Ich sprach mit meinem Arzt, der einen Onkologen kennt, der Beste auf seinem Gebiet ist. Der wohnt an der Ostküste. Ich würde ihn gern einfliegen lassen. Sie können sagen, dass Sie ihn kontaktiert haben. Dann haben wir die beste medizinische Betreuung für Sophia. Wie denken Sie sich das nur? Ich schätze, Sophia würde sich wundern, wenn Lionel so etwas täte. Nun, vielleicht schaffen Sie es ja, sie zu überreden, und dann fliegt sie an die Ostküste. Okay, Sisi, es gibt hier genügend Ärzte für Sophia, die sie ausgezeichnet betreuen. Sophia und ich haben sie ausgesucht. Sie sind exzellent. Die Art Fürsorge, die sie braucht, kann man mit Geld nirgendwo kaufen. Ja, das ist richtig. Entschuldigen Sie, ich wollte wirklich nicht stören. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Lionel, das ist... Nein, nicht. Bitte. Mark. Hallo. Ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Danke. Ich weiß, dass du sehr verständnisvoll bist, und ich hoffe, wir können über alles reden. Mark, hör auf damit. Also, Mary, was ist los? Bitte, verlasse das Gästehaus. Wie ist das gemeint? Sisi wollte, dass ich dort wohne, und ich möchte dort wieder hin. Mary, wir können beide dort wohnen. Ich schlafe im Wohnzimmer. Wir können nicht beide dort wohnen, Mark. Die Ehe muss geschieden werden. Mary, das ist doch nicht dein Ernst. Und wenn du dich dem widersetzen willst, dann werde ich den Behörden und der Kirche erzählen, dass unsere Ehe durch eine Vergewaltigung vollzogen worden ist. Wie kannst du sowas behaupten, Mary? Es ist doch ganz anders gewesen. Ich wollte dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Was du ein Liebesakt nennst, war ein Akt der Verachtung für mich und meine Gefühle. Und ich weiß sehr genau, worüber ich rede. Bitte glaub mir, Mary, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Aber ich kann dir nur sagen, dass ich dich sehr liebe. Und ich werde nie damit aufhören. Ich will das nicht hören, Mark. Die Ehe muss annulliert werden. Ich bleibe dabei, und es ist aussichtslos, meine Meinung ändern zu wollen. Also gut, in Ordnung. Würdest du noch etwas für mich tun? Bitte sprich nicht über das, was passiert ist. Ich werde nicht zur Polizei gehen, falls du das meinst. Ich rede darüber mit Mason. Mason? Das ist der letzte Mensch, dem du das erzählen solltest, Mary. Der bringt es doch gleich auf die Titelseite der Santa Barbara Tribune. Ich weiß doch, dass er nur darauf gewartet hat. Er ruiniert mich vollends. Es ist schon schlimm genug, dass ich dich verliere. Nur wegen eines Missverständnisses soll deswegen auch meine Karriere enden. Mary, das wird er sicher tun. Er wird alles tun, was in seiner Macht steht. Er will mich ruinieren. Und du weißt das.
Also, das haben Sie wirklich ganz besonders schön gemacht. Gefällt es Ihnen? Danke, Michael. Danke vielmals. Guten Abend, ihr Schönen. Ihr seht beide außergewöhnlich strahlend aus heute Abend. Euer Essen wird hoffentlich dementsprechend sein. Du hast aber gute Laune, Mason. Ich bin in guter Stimmung. Und ich weiß auch, wieso. Dessen bin ich sicher. Weißt du, ob Mary schon hierher unterwegs ist? Ja, ist sie. Gut. Also amüsiert euch gut. Hat mich sehr gefreut. So nett habe ich ihn schon lange nicht mehr erlebt. Ich weiß. Wo sind wir stehen geblieben? Du warst im Konferenzzimmer mit Kirk. Und was passierte da? Es ist schlimm gewesen. Er sagte, für ihn gelte die Ehe für ewig. Und als er dann ging, sagte er, wir sehen uns wieder. Er wird sehr lange im Gefängnis sein müssen. Das wird sich zeigen. Er bekennt sich schuldig und ich denke, dass sich das für ihn günstig auswirkt. Ach, es bricht mir das Herz, dass du durch diese Hölle musstest. Weißt du, Mama, ich weiß jetzt endlich, du hattest recht, ich hätte gleich auf dich hören sollen. Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Und ich vertraue dir und respektiere deine Meinung. Ist alles in Ordnung? Ja, aber sicher. Und ich bin glücklich, dass es vorbei ist und zufrieden, dass ich hier mit dir sitzen kann. Es ist eigenartig, aber ich dachte, wenn ich so sein würde wie Ihnen, wären die Dinge einfacher. Was meinst du denn? Es wäre gut, wenn ich mehr Geist hätte und mehr Witz, exklusivere Kleider trüge. Und jetzt habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, ob du mich mehr beachten würdest als Eden, wenn ich immer unglücklich wäre und ständig heule. Aber es ist sinnlos. Santana, es ist idiotisch. Nein, es ist nicht deine Schuld. Ich weiß, dass du es versucht hast. Du hast alles getan, aber es nützt eben nichts, wenn du Eden nicht vergessen kannst. Hör zu, glaub es oder glaub es nicht, aber ich möchte, dass alles gut läuft zwischen dir und mir. Ehrlich? Wir gehen jetzt in ein anderes Restaurant. Ich will das doch gar nicht und du auch nicht. Ich will dir nur sagen, dass ich es leid bin, traurig zu sein und mich auch noch schuldig zu fühlen, deswegen. Ich gebe auf. Schatz, es muss sehr schwer für dich sein, wenn Cruz in der Nähe ist. Manchmal denke ich, es müsste alles anders sein. Ja. Oh, danke, sehr hübsch, aber das ist ganz sicher ein Irrtum. Nein, keineswegs. Es handelt sich um keinen Irrtum. Sie sind für dich. Diese Woche bringt die Hitparade nur für euch eine Riesenauswahl an Reggae-Hits. Klingt alles ganz schrecklich, ja? Ach, was soll's. Ich gehe dann wohl lieber. Ich meine, wenn du hier schon seit ein paar Jahren bist, dann weißt du doch viel besser als ich, wie das klingen sollte. Ganz richtig. Ja, klar. Aber das bedeutet nicht, dass ich mehr Chancen hätte. Der Sender hat schließlich schon eine Ansagerin, die die Klassik-Sendungen moderiert. Sie brauchen nicht noch eine. Ach, ich finde, du solltest den Kopf nicht hängen lassen. Wahrscheinlich bin ich so schlecht, dass sie dich nehmen müssen. Komm, deine Stimme ist doch gut. Findest du? Ja, du machst dir nur zu viel Sorgen um deine Aussprache. Ach ja? Am wichtigsten ist, alles so zu sagen, dass jedermann genau weiß, was gemeint ist. Ja, das leuchtet mir ein. Diese Woche bringt die Hitparade nur für euch. Eine Riesenauswahl an Reggae-Hits, einschließlich einer neuen Single von Cakewalk. Du verspannst deinen Kiefer, aber sonst war es gar nicht schlecht. Mein Kiefer? Ja, du musst deine Muskeln locker machen. Sieh mal, wie ich. Na los, jetzt du. Gar nicht so leicht. Wenigstens hast du keine Angst, einen Idioten aus dir zu machen. Ach, das mache ich wohl gerade. Ich merke schon, Nein, gar nicht. Es ist schon eine Hilfe. Ich danke Ihnen. Bitte setzen Sie sich. Ja, vielen Dank. Hey, Wilson! Also Sie und dieser Herr hier können reinkommen. Na los. Also dann. Die sind für mich?
Ja. Ich sah dich kommen und da dachte ich, du würdest sicher Freude daran haben. Ich muss mich wegen heute Mittag entschuldigen. Ich war sehr aufgeregt wegen Kelly. Nun, ich kann mich nur entschuldigen für das, was geschehen ist. Es tut mir leid. Wirklich. Ich nehme die Entschuldigung an. Würdet ihr mich kurz entschuldigen? Ich muss telefonieren. Ich komme gleich wieder. Ja, natürlich. Setz dich doch, Daddy. Ja, danke. Bis gleich. Und wie geht's dir, Sophia? Danke. Sehr schön. Ich möchte gerne über etwas deine Meinung hören. Wirklich? Ja, also... Scheinbar hat Ted sich... Wahrscheinlich weißt du sowieso, Ted Schwärm hat einige Zeit für unser Hausmädchen Haley. Also sie hat gekündigt. Sie hat tatsächlich gekündigt. Und ich denke, dass die ganze Sache außerhalb unseres Hauses weitergehen wird. Und jetzt frage ich mich, was ich unternehmen soll. Du weißt genau, was ich denke. Aber da du fragst, werde ich dir antworten. Lass sie in Ruhe. Ja. Das werde ich wohl auch tun müssen. Wenn du es tust, wäre es das erste Mal in deinem Leben. Oh, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Würden Sie mir bitte diesen Zettel in einer Minute an meinen Tisch bringen? Sicher. Danke. Mary, endlich. Hallo, Miss. Du siehst atemberaubend aus. Nein, sag das nicht. Papa, du siehst wirklich sehr gut aus. Ich hatte schon Angst, du würdest nicht kommen. Oh, nein. Oh, Miss. Wie wunderschön. Bringen Sie uns jetzt den Champagner, ja? Ja, gut. So. Ja. Da wären wir nun. Weißt du, ich wollte eigentlich mit dir über verschiedene Dinge reden, aber die Themen sind etwas kompliziert. Ich wollte dich nicht gleich wieder verschrecken. Nicht doch. Nun, dann könntest du vielleicht wiederholen, was du heute Mittag zu mir sagtest. Ich liebe dich, Wissen. Also, dann habe ich wirklich richtig gehört. Weißt du, vielleicht sollten wir jetzt nicht mehr darüber reden. Nein, ich will es, weil ich nicht mehr dein Gefängnisaufseher sein möchte. So ein Blödsinn, so empfinde ich doch gar nicht. Ich möchte das nicht, weil ich keine Chance habe. Also lass mich ausreden. Ich kann es nicht aushalten, ich verkrafte das alles nicht mehr. Also, ich wollte sagen, dass ich habe keine Hoffnung und kämpfen möchte ich auch nicht. Ich führe ein eigenes Leben und von dir wünsche ich dasselbe. Entschuldigen Sie bitte. Oh, danke. Der Chefkoch will kündigen. Ich muss mich darum kümmern. Es kann vielleicht sein, dass es einige Zeit dauert. Entschuldigt. Ja, ist schon gut. Geh nur. Daddy, hör zu. Du warst so galant und hast dir Blumen gebracht. Fährst du sie vielleicht auch heim? Würdest du das tun? Das mache ich doch gern. Okay. Wenn dir das passt. Ja, aber natürlich. Es war schön mit dir, Mom. Ja, mein Schatz. Wir tun das bald wieder. Ja, bis bald. Ich weiß, dass du ihr folgen wirst. Ach ja? Geh doch. Bitte geh du. Du hast meine Erlaubnis, bitte. Also das ist wirklich unmöglich. Ach, Bruce, ich will nicht mit dir zusammen sein, wenn du nicht mit mir zusammen sein willst. Also, was jetzt aus euch wird, liegt nicht an mir, sondern an dir. Hallo Leute. Lang nicht mehr gesehen, hä? Ja, schon seit Stunden. Ja, wisst ihr... Hallo Keith. Ja, also, wisst ihr, ich saß da auf dem Barhocker und sah, dass er nicht die geringste Absicht hatte, mit dir zu tanzen und dachte, ich mache es. Ginge das? Ich würde gern tanzen. Wirklich? Ja. Wie in alten Zeiten. Mhm. Cruz wollte sowieso gerade weg. Jane, du bist so locker, professionell. Du bist einfach exzellent gewesen. Ach, du bist auch gut. Ich war unmöglich. Ich war total unmöglich. Ich meine, du bist wirklich toll gewesen. Du warst gut. Etwas nervös vielleicht, aber... Ich denke, du hast Möglichkeiten.
Weißt du, es gibt da einen Kursus, den ich gerade gemacht habe. Der wäre für dich sicher interessant. Ein Kursus? Oh, Haley. Tut mir leid, wenn ich störe. Nein, ist schon gut. Ich bin so neugierig. Wie ist es gewesen? Oh, na ja, ich glaube, es war gar nicht schlecht. Es ist noch nichts entschieden worden. Wir müssen noch etwas Geduld haben. Ein gutes Zeichen. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich sehr viele Chancen habe. Sie war sehr gut. Wirklich? Ja. Tut mir leid. Hey, aber wenn du den Job nicht kriegst, könnten wir es zusammen versuchen. Ich habe bei deinem Vater gekündigt. Oh, du hast gekündigt? Ja. Wieso? Ich meine, wieso nicht? Das ist toll. Wirklich? Ja, wirklich. Ich dachte, dass es an der Zeit wäre, sich zu verändern. Eine neue Wohnung, ein neuer Job, etwas mehr Unabhängigkeit. Und dann hätte ich auch viel mehr Zeit für dich. Danke fürs Warten, Jungs. Es hat etwas gedauert. Hört zu, wenn ich wieder jemanden brauche, sage ich euch Bescheid, okay? In Ordnung, ja. Ich hoffe, wir hören von Ihnen. Ja, alles klar. Danke. Sehen Sie, bitte, ersparen Sie sich das. Ich gratuliere. Also bis morgen. Willkommen an Bord, Capwell. Oh, Ted, ich gratuliere. Oh Mann, danke vielmals. Ich freue mich für dich. Ich hab den Job. Das war wunderbar. Ich muss dir ein Kompliment machen. Wie du mit deinem Ärger fertig geworden bist. Nun, ich kann nicht begreifen, dass du überhaupt noch mit diesem Mann sprichst. Oh nein, bitte nicht. Sage nie niemals. Vielleicht erinnerst du dich. Du hast mal zu mir gesagt, dass du nie wieder ein Wort mit mir wechseln würdest. Und nun sitzt du hier. Weißt du, ich habe dich niemals so sehr begehrt wie in diesem Augenblick. Ich denke, bevor du mich zum Abwaschen überredest, sollte ich gehen. Nein, nicht. Nicht? Nein, nicht in dieser Nacht. Keine Sorge, ich will keine Versprechungen. Aber bitte bleib hier. Und zwar die ganze Nacht. Ach, vielen Dank fürs Nachhausebringen, Sissi. Ach, oh, natürlich auch für die Blumen. Oh. Danke. Nun, es war mir ein Vergnügen. Wegen der Sache, die ich heute gesagt habe, kann ich nur hoffen, dass du mir vergibst. Ach, also bitte entschuldige dich nicht mehr, Sissi. Es ist dir schon gut. In gewisser Weise hast du sogar recht. Ich habe die Kinder in letzter Zeit wirklich Würdest du bitte vergessen, was ich gesagt habe? Die Kinder wissen genau, wie sehr du sie liebst. Sie müssen das nicht den ganzen Tag hören. Und außerdem bin ich auch nicht ganz unschuldig. Wieso? Nun, ich habe dich nicht ganz richtig informiert über das, was sie vorhaben. Und ich würde mir wünschen, wir zwei hätten einen etwas engeren Kontakt. Wegen der Kinder. Ja, das wäre richtig. Ich bin etwas starrköpfig gewesen. Ich will, dass du in Zukunft so viel Zeit mit der Familie verbringst, wie du selbst gerne möchtest. Und das Glück der Kinder ist verständlicherweise sehr abhängig von dir. Ich werde dir einen Fahrer schicken, wenn du uns besuchen möchtest oder du kommst mal zum Schwimmen. Oh, ich danke dir. Ich komme sicher darauf zurück. Gute Nacht. Gute Nacht. Und gib ihnen Wasser. Natürlich. Ich bin ziemlich schwierig gewesen und habe deine Gefühle verletzt. Es tut mir leid. Ich möchte wissen, wieso. Irgendetwas Schlimmes hat Mark dir angetan.
Mark ist unwichtig geworden. Er ist kein Teil meines Lebens mehr. Und wird es auch nie wieder sein. Ich verlange, dass die Ehe geschieden wird. Nun, dieses Mal bin ich vorbereitet. Wenn du mich heiraten willst, dann schwöre ich dir gleich hier die Treue. Ich möchte, dass du ihn behältst bis zu dem Tag, an dem wir heiraten werden. Oh, Mason. Ist wunderschön. Aber es wird dauern, bis... Nein, du trägst ihn und behältst ihn bei dir. Und wenn du ihn anschaust, dann weißt du jedes Mal, wie sehr ich dich liebe. Also gut. Willst du, Mary, diesen Mann für immer zu deinem rechtmäßigen Ehemann nehmen?